Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video auf dem Finanzwege-Kanal. Wir werden uns heute mal mit den Trading-Ideen beschäftigen, die wir rausgesucht haben. Das bedeutet, wir beschäftigen uns heute mit Aktien, die in nächster Zeit als Kauf in Frage kommen, aus verschiedenen Gründen. Einmal charttechnisch gesehen, einmal newstechnisch gesehen, aber vor allem auch charttechnisch gesehen. Natürlich, weil falls es dort Rückfälle gab oder sowas und eine kleine Kurskorrektur gab, dann ist dort ein Einstieg natürlich immer gut möglich, vor allem bei Aktien, die jetzt ein rasantes Wachstum hatten. Ich würde sagen, wir kommen auch mal direkt zur ersten Aktie. Und dabei handelt es sich um Steinhoff. Steinhoff habt ihr ja gestern sicher schon im Video gesehen. Wenn ihr das Video jetzt anschaut, ist das Steinhoff-Video einen Tag alt. Solltet ihr auf jeden Fall euch anschauen. Da gehe ich nochmal genauer auf die News ein. Aber was gab es bei Steinhoff und warum ist Steinhoff hier eine Kaufentscheidung? Ich möchte vorerst sagen, Steinhoff ist keine Kaufentscheidung auf längerfristig gesehen und auch keine Kaufentscheidung, die sicher ist, sondern Steinhoff ist hier ein sehr risikoreicher Kauf. Und ich würde 50-50 sagen, dass dieser Kauf gut geht oder nicht. Denn wir haben bei Steinhoff gute Zahlen, gute Quartalszahlen. Steinhoff hat nichts über den Gewinn gesagt, aber der Umsatz konnte um 15% im Jahresvergleich auf 6,8 Milliarden Euro gesteigert werden. Das ist natürlich nicht schlecht. Und man muss natürlich noch dazu sagen, dass Steinhoff im ersten Quartal dieses Jahres schon 380 Millionen Euro Gewinn gemacht hat. Dementsprechend sind sie wieder profitabel, zumindest jetzt dieses Verfahren rausgerechnet, sondern die Corona-Krise. Davon hat sich der Konzern auf jeden Fall gut erholt. Und als letztes haben wir jetzt natürlich in dem ganzen Gerichtsverfahren, was Steinhoff an der Backe hat, natürlich hier noch eine Chance auf diesen 1,4 Milliarden Euro Vergleich, der im Gegensatz zu den 7 bis 8 Milliarden, die da zurückgezahlt werden müssten, natürlich ziemlich rosig aussieht für den Konzern. Ist ja hier ganz klar, dass der Konzern hier auf diesen Vergleich abzielt, um natürlich deutlich weniger zu zahlen. Und wenn Steinhoff diese Vergleichszahlung durchbekommt, das heißt, wenn am 3. bzw. 6. dafür entschieden wird, dass dieser Vergleich akzeptiert wird, dann könnte es hier für die Steinhoff-Aktien natürlich sehr gut aussehen. Dementsprechend sage ich euch, dass Steinhoff zwar gutes Potenzial haben könnte, aber hier natürlich auch sehr, sehr risikoreich ist. Also Steinhoff hier natürlich sehr davon abhängig, ob das mit diesem Vergleich jetzt durchgeht oder nicht. Ich würde aber sagen, wir schauen uns das auf jeden Fall mal im Chart an. Hier direkt im Chart angelangt von Steinhoff sehen wir auch ganz schnell, Steinhoff hier natürlich stark gefallen, nachdem das 2017 war mit der Bilanzfälschung. Aber ich würde sagen, ihr schaut euch da am besten auch nochmal das Steinhoff-Video an, falls es euch besonders interessiert. Da habe ich das nämlich nochmal genauer angesprochen und Link packe ich euch auch ganz oben in die Videobeschreibung. Aber ansonsten, was sehen wir hier Interessantes? Interessant ist natürlich, dass Steinhoff hier schon mehrere Versuche hatte, irgendwie stark anzusteigen, weil da wahrscheinlich immer mal der Prozess angegangen wurde. Aber jetzt gibt es halt wirklich diese Entscheidung über diesen Vergleich, denn Steinhoff hat auch schon vorher Vergleiche angeboten. Ich glaube, hier ungefähr oder hier müsste Steinhoff den Vergleich um 800 Millionen Euro angeboten haben und jetzt sind es 1,4 Milliarden. Das heißt, es bleibt natürlich auch hier wieder spannend, ob dieser Vergleich jetzt durchgeht. Aber dementsprechend hat sich hier auch schon ein bisschen der Kurs gestaltet. Ich meine, ihr könnt es ja sehen, wir sind hier auf dem Tageschart. Das bedeutet, der Kurs ist in den letzten zwei Tagen hier um etwa 50% gestiegen, fast zumindest waren es zwischenzeitlich über 50, aber heute werden wir wahrscheinlich nicht ganz mit 50% plus schließen, aber heute, wie ihr auch unten rechts sehen könnt, schon plus 20, fast 21% bis jetzt und das ist natürlich schon ziemlich viel, muss man auch sagen, dafür, dass jetzt natürlich jedem klar ist, dass diese Vergleichszahlung hier vielleicht durchgehen könnte, ist der Kurs natürlich jetzt schon sehr stark gepumpt. Das bedeutet, ich weiß nicht genau, was dort drin wäre, wenn dieser Vergleich jetzt durchgeht. Ich könnte mir vorstellen, dass der Kurs dann hier erstmal in Richtung dieser Konsolidierungsphase gehen könnte. Das heißt hier auf 40 bis 50 Euro Cent. Das heißt vom jetzigen Zeitpunkt nochmal plus über 100%. Das wäre natürlich stark, plus 100, 150%. Aber man muss natürlich auch ganz klar sagen, dass hier schon der Kurs extrem angenommen hat. Halt wie gesagt, diese 50% schon nur aufgrund der Spekulation auf diese Vergleichszahlung. Dementsprechend ist ja auf jeden Fall Vorsicht zu bewahren. Als nächstes kommen wir auch mal zu Standard Lithium und das haben wir als Trade ausgewählt, weil dort auch mehrere News sind, beziehungsweise dass halt Standard Lithium auch einfach eine kleine Kurskorrektur hatte und dadurch wieder interessant wird. Und zwar einmal gibt es die Hoffnung darauf, dass das Unternehmen endlich in die US-Börsen aufgenommen wird, das heißt, dass sie eine Börsenplatzierung haben, das birgt natürlich Hoffnung. Zudem gibt es aber auch schlechte News und zwar wurde die Nachfrageprognose von der Bank of America nach Lithium etwas runtergesenkt für die nächsten Jahre, das sagt aber noch nichts so groß darüber aus, dass hier Standard Lithium schlecht platziert ist, denn wir haben hier zwei sehr, sehr große Faktoren und zwar mittel- bis kurzfristig haben wir natürlich, dass Afghanistan jetzt von den Taliban zurückerobert wurde und das ist natürlich auch sehr schlecht, denn damit sitzt Afghanistan bzw. die Taliban
auf diesem sehr großen Lithium-Vorkommen, was in Afghanistan dann somit festsitzt und nicht gefördert werden kann. Und somit wird es immer knapper werden, also wird eine Lithium-Knappheit kommen. Und das ist natürlich dann mittelfristig bis kurzfristig recht gut für Standard-Lithium. Was aber langfristig auch noch gut ist, ist, dass der Bedarf für die E-Mobilität von Lithium, für die E-Batterien halt immer höher wird und dementsprechend hier für Standard-Lithium auch vielversprechend die Zukunft aussieht. Und man muss natürlich auch sagen, dass die Zulassung von Verbrennern beispielsweise in Deutschland ab dem Jahr 2035 ja verboten werden soll. Das heißt, ab 2035 werden wir gezwungenermaßen auf entweder halt Elektro- oder Wasserstoff umsteigen müssen. Dementsprechend wird der Lithiumbedarf hier auf jeden Fall in den nächsten Jahren bzw. Jahrzehnten deutlich zunehmen. Ich würde sagen, wir schauen uns auch Lithium bzw. Standard Lithium mal im Chart an. Hier im Chart von Standard Lithium angelangt, können wir auch schon direkt erkennen, dass wir hier oben so eine kleine Trendlinie haben. Ich habe die jetzt einfach mal nicht verlängert, jedoch berührt die auf jeden Fall diese drei Tops und dieses Fakeout nach oben hier. Da kann man schon ganz klar sehen, dass sich Standard Lithium hier nach oben gehangelt hat. Ich würde jetzt hier noch nicht von einem Uptrend sprechen, denn diese untere Uptrendlinie hier wäre recht wenig nur bestätigt und dementsprechend würde ich diese untere Linie auf jeden Fall nicht als Support zählen. Dennoch haben wir oben einen Widerstand, diese Widerstandslinie hier, die noch nicht durchbrochen werden konnte, obwohl sie schon jetzt insgesamt dreimal bzw. wenn man das hier auch als Versuch zählt, viermal angetestet wurde. Und was können wir jetzt erwarten vom Kurs von Standard Lithium? Wir können erstmal erwarten, dass sich der Kurs hier auf diesen Support bzw. hier in diese Supportzone, wo noch viel Kaufkraft besteht, in diese alte Konsolidierungsphase hier begibt. Dementsprechend hier Preislevel von ungefähr 3,50 Dollar bis 2,50 Dollar annehmen könnte nochmal. Oder dass der Kurs hier wirklich bei den 3,60 Dollar auf diesem horizontalen Support, den wir hier haben, bouncen und dann wieder nach oben geht. Das hängt natürlich auch noch ein bisschen davon ab, wie das Geschäft bzw. das operative Geschäft von Standard Lithium in den nächsten Jahren Entwicklung haben wird. Denn, was natürlich ganz wichtig ist, wir haben hier bei Standard Lithium eine Bewertung von 700 Millionen US-Dollar Marktkapitalisierung und haben noch kein operatives Geschäft. Das heißt, Standard Lithium macht noch keinen Umsatz aus Verkäufen, die sie aus Produkten erwirtschaften, sondern macht momentan nur Minus. Sprich, es handelt sich hier um ein Forschungsunternehmen und dafür sind 700 Millionen natürlich schon recht viel. Ich meine, man kann das nochmal vergleichen mit Nelasa, die da 2, 3 Milliarden Marktkapitalisierung teilweise hatten, vielleicht auch 5 zwischenzeitlich bei hohen Kursen, aber 700 Millionen US-Dollar sind natürlich trotzdem nicht wenig. Als letztes kommen wir dann auch zu BMW und zwar gab es bei BMW, ihr habt es sicher alle mitbekommen, momentan herrscht seit etwa einem Jahr eine extreme Halbleiterknappheit und dementsprechend ist es auch gar nicht mehr so leicht für die Autohersteller, neue Autos herzustellen. Sie sind da quasi gehandicapt, denn es gibt ein neues Engpassgut und zwar den Halbleiter und dementsprechend hat BMW sich auch schon daran gewendet, ihre Produktion etwas zurückzufahren, weil sie es müssen leider. BMW hat selbst schon für 800 Mitarbeiter Kurzarbeit angemeldet. Das ist natürlich schon recht viel für die Produktionshallen zumindest. Und sie haben auch gesagt, dass sie mit den, also würde es keine Halbleiterknappheit geben, 70.000 bis 90.000 Autos mehr dieses Jahr verkaufen könnten. Dementsprechend ist das hier natürlich schon ziemlich schwierig für sie. Und sie haben hier auf jeden Fall auch Kursverluste durch diese Produktionseinschränkung und natürlich durch die Halbleiter- und Rohstoffknappheit erlitten. Was man noch sagen muss, ist, dass BMW natürlich solide und starke Quartalszahlen hatte. BMW hat 28,5 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Das ist recht gut, vor allem darauf bezogen, dass BMW, ich glaube, im Jahr 2020 100 Milliarden Euro Umsatz gemacht hat und dementsprechend sind mehr als 25 Milliarden Euro Umsatz pro Quartal ja schon vielversprechend, dass dieses Jahr der Umsatz auf jeden Fall um 8 bis 10% gesteigert werden kann. Der Gewinn lag dieses Quartal bei 4,8 Milliarden Euro, was natürlich auch ziemlich viel ist. Dementsprechend kann man sagen, dass hier auf jeden Fall solide Quartalszahlen waren und der Konzern trotzdem hier sehr gute Zahlen erwirtschaftet hat, trotz dessen, dass natürlich hier Halbleiterknappheit herrscht. Aber man muss auch sagen, dass das nicht unbedingt schlecht ist, denn somit werden zwar weniger neue Autos produziert und verkauft, aber die Nachfrage nach neuen Autos ist natürlich deutlich höher als das Angebot von neuen Autos. Dementsprechend sind die Autohersteller nicht mehr darauf angewiesen, irgendwelche Rabattaktionen zu starten, dass die Autos billiger sind oder so, weil sie natürlich auch so gekauft werden, wenn es keine anderen Neuwagen gibt. Und das ist momentan der Fall. Dementsprechend kann man sagen, dass BMW hier auf jeden Fall an ihren Autos, die sie momentan neu verkaufen, den vollen Preis erwirtschaftet, weil eben die Nachfrage momentan höher ist als das Angebot von Neuwagen. Dementsprechend würde ich sagen, wir schauen uns auch mal den Chart an. Im Chart hier von BMW angelangt, ich habe den mal so rangezoomt, dass man es von recht weitem sieht, denn ich habe hier zwei sehr wichtige Linien und zwar einmal diesen Support bei 75 Euro, der hier auf jeden Fall als Supportzone, kann man ja schon sagen, dient.
die hier ungefähr von 72 bis 75 Euro hält, hier oben schon oft angetestet wurde, dann durchbrochen wurde und sich dann der Kurs hierauf ewig bewegt hat, bis der Kurs dann schließlich zum Zeitpunkt von Corona, wo die Linie nochmal angetestet wurde, radikal nach unten gefallen ist, war ja auch klar, und danach einen extremen Anstieg hatte. Ich habe diesen Uptrend-Channel, den ich hier vor einiger Zeit, da war der Kurs ungefähr hier eingezeichnet hatte, denn dieser Uptrend-Channel war natürlich ein sehr schönes Beispiel hier für diese kanalförmige Erholung der Autoindustrie, denn die Autoindustrie war ja sehr stark von Corona getroffen und ist dann sehr stark wieder hochgegangen durch die, vor allem die deutsche Autoindustrie, durch die Entwicklung im Elektroautobereich. Das ist natürlich ziemlich gut. Und wir konnten dann auch hier bei BMW recht schnell nach, ich muss hier gerade mal die Datumsspanne anmachen, nach ungefähr nach etwas mehr als einem Jahr, fast eineinhalb Jahre nach Corona, nach dem Corona-Drop im März, dann hier im Juni wirklich wieder die obere Linie, diesen oberen Widerstand hier bei 96 Euro antesten, was natürlich schon ziemlich stark ist. Und davon ist der Kurs jetzt abgeprallt, auch natürlich wegen dieser Halbleiterknappheit, die hier den Autokonzern zu schaffen macht, und ist dann hier auf diesem Support wieder wunderschön gebounced. Und ich würde sagen, Leute, für die Leute, die etwas mehr auf sichere Aktien setzen, wie BMW, BMW hier top bewertet, 50 Milliarden Euro Marktkapitalisierung, 100 Milliarden Euro Umsatz im letzten Jahr. Und wenn man jetzt mal schaut, letztes Jahr Umsatz 100 Milliarden und Nettogewinn 4 Milliarden, wir hatten ja dieses Quartal schon mehr Nettogewinn. Zudem muss man natürlich sagen, dass dieses Verfahren vom Europäischen Gerichtshof gegen BMW eingestellt wurde. Das bedeutet, die 1 Milliarde Euro Rücklage, die dafür gebildet wurde, kann jetzt auch wieder verbucht werden. Und das ist natürlich ziemlich schön, ziemlich gute News für BMW, dass es hier auf jeden Fall nicht weiter runtergeht und wir hier diesen Support halten werden. Jetzt ist es natürlich sehr interessant für uns, die daran interessiert sind, diese Aktie zu kaufen. Ich denke, ich persönlich werde diese Aktie jetzt auch bald kaufen, denn wir sehen hier, der Bounce hat hier sehr schön stattgefunden, hier von diesen 75, 76, 77 Euro dieser Support-Zone, die ich eben angesprochen habe. Und wenn man sich das jetzt hier anschaut, kann man auf jeden Fall davon ausgehen, dass in den nächsten Wochen und Monaten vom jetzigen Zeitpunkt bis zu diesem Widerstand, den wir hier haben, noch mindestens 20% gemacht werden, beziehungsweise wenn wir davon ausgehen, dass die Halbleiterknappheit vielleicht in den nächsten 3 bis 4 Jahren aufhört und wir dann wieder mehr Halbleiter haben, die wahrscheinlich dann wieder eingesetzt werden können, denn man muss überlegen, dass diese Krise jetzt bestimmt noch 1 bis 2 Jahre bleiben wird, dann ein neues All-Time-High erreichen bei BMW, dann sind das vom jetzigen Zeitpunkt natürlich 54%, und das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Dementsprechend muss ich euch hier sagen, ich werde, denke ich, auch heute oder morgen die BMW-Aktie kaufen. Mal schauen, wie sich der Kurs hier unten noch verhält, aber ich werde jetzt auf jeden Fall schon mal den ersten Teil kaufen. Vielleicht kaufe ich dann nochmal nach, falls wir hier drauf gehen oder dann wirklich hier runterfallen. Falls wir durch diesen Support hier durchfallen sollten, haben wir hier aber jede Menge Konsolidierungskraft, also hier drunter unter diesem Support zwischen, ich sage jetzt einfach mal 70 Euro und 75 Euro, liegt auf jeden Fall eine enorme Kaufkraft. Dementsprechend würde ich nicht erwarten, dass wir da durchfallen, außer es gäbe jetzt eine sehr fatale News für BMW. Aber ansonsten sieht das hier sehr gut aus, dass wir uns wieder in Richtung hier der 96 bzw. 100 Euro bewegen werden. Ich hoffe, euch hat dieses Video wie immer gefallen. Wenn ja, lasst gerne eine positive Bewertung oder ein Abonnement da. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns einfach zu einem neuen Video morgen oder in den nächsten Tagen dieser Woche. Bis dann, ciao.